Hey Taylor, wir sind hier. Wir kriegen die Tür auf. Zu meiner Tür. Wir sind hier. Nicht. Ist abgeschlossen. Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Sehr nice. Baby, one day Taylor, to be united. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Hexenfahrt. Was soll's? The Witch Trail. Ja, weiß ich nicht, ob man da so irgendwie... Exekutionszeit, oh Gott. Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Wer ist alles jetzt hängt zusammen. Der Prozess, das Mädchen, Angelas Pendant, das alles scheint irgendwo hinzuführen. Fragt sich nur, ob zu was Gutem oder Schlechtem. Falls schlecht, dann vermutlich sehr, sehr schlecht. Back on the street. Vermutlich sehr, sehr, sehr schlecht. Oh, aber wie eine Straßengang, Alter. Fight the power! Fight the power! Kennst du die Szene von King of Kings, King of Queens? Ja. Sag's mit dem Baby vorne dran so. Mal die falsche Taste, sorry. Für die Studenten in die Stadt. Der Nebel wird schlimmer. Oh, guck mal, hier gibt's wieder was Schönes. Wir spielen John. Ach Gott. Wir spielen John. Jonathan. Hail Rock'n'Roll. Schön. Father of Fire, Jehovah Curries, The Roadhouse. Oh, guck mal, kostet $2.50. Ja. Das ist bestimmt Bandwett. Daniel, das musst du sehen. Oh. Was denn? Du hast nie was von der Karriere als Gitarrist gesagt. Was zum... Wie ist das möglich? Der ist in einer Band. Danny ist in einer Band. Kann ich jetzt hier nochmal was machen? Achso, ich kann nur gucken. Kannst du jetzt hier wahrscheinlich... Rein in Daniels Kopf. So, dann und schon wieder die nächste Brücke. Wobei wir aber auf der Karte, die wir uns zum ersten Mal angeschaut hatten, nur eine eingezeichnet war, oder? Ja. Vielleicht war der Nebel der Grund für die Umleitung. Wir sollten nie von hier wegkommen. Na, du denk mal nicht so Silent Hillig. Nur weil ihr hier auf aller Ewigkeit verdammt seid. Ich seh gar nichts. Die Brücke auch ziemlich löchrig ist. Himmel! Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Die Dialoge, Alter. Das ist, also ist das eine Übersetzungsgeschichte oder was? Ich weiß es leider nicht. Wirklich nicht. Wenn nicht, müssen wir mal das nächste Mal irgendwie auf Englisch spielen oder so. Okay. Wer zuerst? Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Ja, Professor. Nein, sag mal an. Achso, ja, ich gehe, ich gehe gern voran. Dann muss er auch jetzt mal durch hier. Okay. Okay, sicher doch. Oh, nee, warte. Bevor wir jetzt hier weitermachen, ja, da du ja John so magst, ja, soll, falls es jetzt Quicktime-Events geben sollte, soll ich diese schaffen oder soll ich sie eventuell, ups, falscher Knopf? Soll ich sie schaffen? Weil es ist ja John. Also... Auch wenn John ein total Arschloch ist,
Man kann es nicht anders nennen. Muss man natürlich trotzdem zusehen, dass er überlebt. Irgendwie. Also die Intention sollte schon sein, dass alle überleben. Diesmal. Also, okay, also soll ich ja nochmal quasi immer mein Bestes geben. Also es muss nicht nach einem Unfall aussehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Du sollst natürlich immer dein Bestes geben irgendwie und ich bin ein guter Dinge. Und da müsst ihr auch selber gerade mal zugeben, der Benny macht es hervorragend mit den Quicktime-Events. Ja? Nicht wie Quicktime-Steve. Von daher, lass John leben. Okay. Ist das auch sicher? Ja. Kein Stress. Der Prof und ich bringen dich rüber. Nur Problem. Der Prof. Okay, nervös, wir bringen dich rüber. Ja, ja, wir kriegen dich schon rüber. Schade, es kommt gar keine Quicktime-Events. Na, vielleicht doch. Das ist aber auch ganz schön. Ja, damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Okay. Hey! Vor allem jetzt oh, sind wir zu dritt wieder alleine und hier die beiden. Ja. Mein Gott. Was jetzt? Wir müssen hier weg. Aha. Nur wohin? Ja! Oh. Mann, was springt er denn? Er kann doch einfach auf das Metallius da steigen. Was will das? Das ist ein... Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Alter, ich tat nichts Falsches. Kannst du das zulassen, Mann? Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Na? Icke? Achso, Ja, fordern. Wie soll ich dir helfen? Weiß aber knapp. Was kann ich tun? Bitte, Sir. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst. Nun dann, los. Der Teufel ist im Wind, will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Sofort. Ihr müsst sie festbinden. Alter, lass sie doch nicht einfach so wegschubsen, Alter. Gib ihm eine und dann rette deine Frau. Isaac, ich bin unschuldig. Vollstreck das Urteil. Helf mir! Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend, es ist unter uns. Isaac. Okay, was jetzt? Wie wär's mit helfen? Wo ist jetzt Angela? Ah, die ist noch da, okay. Was habt ihr gesehen? Sagt schon! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, gib uns einen Moment. Gib uns kurz Zeit, okay? Wir haben gerade was echt Schlimmes erlebt. Inwiefern denn?
Frag doch noch 5000 Mal nach. Vielleicht möchte man es einfach nur nicht erzählen? Da kommt die Buhle. Was ist mit den anderen jetzt passiert? Ach, da sind sie wieder. Das ist komisch manchmal mit dem Nebel, ne? Irgendwie. Okay, ich gehe zuerst. Das ist nicht irgendwie so. Wow. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Das war jetzt um Angela. Lass mich nicht Wangen. Zurück! Oh, 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 oh. Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Na, wir holen Angela. Halt dich wir gut Angela. Fest! Angela, Angela. Ich komm gleich zurück, John! Halt durch! John! Schnell, greif nach meiner Hand! John! John, John! Spring und greif meine Hand! Los, 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 ich vertrau dir! Ich vertraue dir. Okay, okay. Oh, jetzt hab ich. Komm, Angela. Hab ich's geschafft. Komm, John ist alleine hochgekommen, oder was? John ist alleine hochgekommen, ja. Ich würde sagen, damit haben wir Angela zumindest den Ass gerettet. Den Ass gerettet? Genau. Good job, Benny. Good job. Puh, das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Hm. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, könnte die Pistole ein Lebensretter sein. Nicht wahr? Oder auch das Gegenteil. Andrew verschweigt es. Wie klug. Zuerst auf sich selbst achten. Stimmt's? Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben sie lieber an Daniels Theorie? Und sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oder begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ew'gen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Möchtest du ihn? Ja. Also schön. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle.
einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes, und wie er, verzeiht euch selbst. Das war dein Tipp? Dann weiter. So grausig es auch sein mag, sie sollten fortfahren. Echt jetzt? Nice.